herzlich willkommen. In diesem Video erkläre ich Ihnen, wie der offizielle Elterngeldrechner des Bundesfamilienministeriums funktioniert und wie Sie die Planungsfunktion für Ihre persönliche Elterngeldsituation am besten nutzen können. So, und jetzt schauen wir uns einen Beispielsachverhalt an für die Vorstellung der Funktionalität des Elterngeldrechners bei Menschen, Elternteilen mit Gewinneinkünften. Hier wieder, es muss ein Kind geboren werden für den Bezug von Elterngeld, was in unserem Beispielsfall die Sophie ist. Und die Sophie wurde auch wieder hier am 5. März 2016 geboren. Sophies Mutter ist selbstständige Einzelhandelskauffrau und möchte die ersten 6 Lebensmonate Basiselterngeld und vom 7. bis 15. Lebensmonat Elterngeld Plus mit Teilzeiterwerb in Anspruch nehmen. Der Vater von Sophie ist angestellter Bankkaufmann und möchte den 6. und 7. Lebensmonat die Partnermonate, zweimal Basiselterngeld sozusagen, in Anspruch nehmen und vom 8. bis 10. Lebensmonat Elterngeld Plus in Anspruch nehmen. Weitere wichtige Informationen sind, dass der Vater der gesetzlichen Sozialversicherungspflicht unterliegt, die Steuerklasse 3 hat und keiner Religionsgemeinschaft angehört. Die Mutter ist freiwillig gesetzlich versichert und gehört ebenso keiner Religionsgemeinschaft an. Das durchschnittliche Einkommen aus Erwerbstätigkeit, gewerbliche Einkünfte dürften das hier sein bei der Mutter, betrug im 12-Monats-Zeitraum vor der Geburt. Das ist hier natürlich 12-Monats-Zeitraum, wird bei den Gewinneinkünften auf den letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum abgestellt. Das ist praktisch eine Ausnahme im Hinblick auf die Arbeitnehmer. Das heißt in unserem Fall, Sophie ist am 5. März 2016 geboren. Das heißt, der letzte abgeschlossene steuerliche Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr 2015. Und in 2015 hatte praktisch die Mutter ein durchschnittliches monatliches Einkommen, das heißt der Gewinn aus Gewerbebetrieb in Höhe von 2.400 Euro. Und der Vater, der hat natürlich ein Bruttogehalt und in seinem 12-Monats-Zeitraum, was in unserem Fall, Sophie ist am 5. März 2016 geboren, das heißt der 12-Monats-Zeitraum vor der Geburt, der für das Elterngeld relevant ist, ist von März 2015 bis Februar 2016. Und dieses durchschnittliche Einkommen betrug hier 2.750 Euro und das werden wir jetzt mal gemeinsam mit diesen Daten in den Elterngeldrechner eingeben. Und da sind wir schon bei dem jeweiligen Browser, um zu dem Elterngeldrechner hinzukommen. Und da sind wir hier erstmal bei Google, um den Elterngeldrechner zu finden. Das geht ganz einfach über das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Da unten sehen wir schon den Direktlink zu der Familienwegweiser Ebene des Familienministeriums. Hier hat man verschiedene Möglichkeiten, unter anderem eben auch den Elterngeldrechner mit Planer. Das klicken wir mal an, da wollen wir hin und kommen dann hier über diesen Link oben oder hier unten zu der ausführlichen Berechnung. Und da sehen wir schon, das sind mehrere Schritte, um hier unser Elterngeld errechnen zu können. Das ist dann unser Ziel. Und bis dahin haben wir verschiedene Sachen hier natürlich einzugeben und da beginnen wir mit den allgemeinen Angaben. Und da ist die Frage, ob wir alleinerziehend sind, das verneinen wir, das lassen wir hier drin. Partnerschaftsbonusmonat wollen wir auch nicht nehmen, da verweise ich auf meine anderen Videos dazu. Aber in diesem Beispiel nehmen wir keine Partnerschaftsbonusmonate. Dann kommt die Frage zu den Mutterschaftsleistungen von Elternteil 1. Da sie freiwillig gesetzlich versichert ist, gehen wir jetzt mal von einem normalen Mutterschaftsleistungsbezug aus, von der gewerbetreibenden Mutter. Und das ist, weil es keine Früh- oder Mehrlingsgeburt war, 8 Wochen bis nach der Geburt bekommt sie da Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse. So, und dann kommen wir jetzt schon hier unter in diese Übersicht, in diese Plattform, wo wir praktisch erkennen können, das sind hier die Lebensmonate der Sophie, 1, 2, 3 und so weiter.
Das kann man hier sogar aufklappen. Da hat man ganz viele. Das ist praktisch der maximalste Elterngeldbezug, was man alles ausreizen kann durch Elterngeld Plus und Partnerschaftsbonusmonate. Für uns ist aber das völlig ausreichend, weil wir nur bis zum maximal 15. Lebensmonat hier Elterngeld beziehen. Und hier sehen wir schon, dass die verschiedenen Elterngeldvarianten untergliedert sind, farblich in Blau für Elterngeld Basismonate sozusagen. Für Elterngeld Plus in Grün und die Partnerschaftsbonusmonate wären lila, wollen wir aber nicht in Anspruch nehmen diesmal. Und hier sehen wir, dass bei der Mutter schon 2 Monate, den ersten und zweiten, hier schon mit Blau, das heißt mit Basiselterngeld versehen sind. Das liegt schlicht und ergreifend an den anrechenbaren Mutterschaftsleistungen. Die gelten praktisch fiktiv als Basiselterngeldmonate. So, und dann können wir das praktisch eingeben und zwar wollen wir Basiselterngeldmonate für die Mutter vom Lebensmonat 1 bis 6 und der Vater nimmt Basiselterngeld im 6. und 7. Monat. Ne? Das heißt, die nehmen hier im 6. Monat gleichzeitig und im 7. Monat ist der Vater komplett zu Hause und da klicken wir das hier an. Und da sehen wir, der rechnet das automatisch runter, dass jetzt noch 6 Basiselterngeldmonate zur Verfügung wären und da ja ein Elterngeld plus Monat ein halber Basiselterngeldmonat ist, haben wir hier praktisch die doppelte Anzahl von dem hier drüben. So, und das können wir jetzt auch noch schön aufteilen, indem wir, wie das in dem Sachverhaltsbeschreibung aufgeführt wurde, das hier markieren. Die Mutter nimmt die Lebensmonate 7 bis einschließlich 15 Elterngeld plus und der Vater Lebensmonate 8, 9 und 10. Das dürften jetzt alle 12 Elterngeld plus Monate sein, die wir zur Verfügung hatten, und da sehen wir 0, 0, 0. Es ist alles verbraucht. Es kommt sogar der Hinweis, dass der Anspruch vollständig verplant wurde. Wenn wir jetzt hier noch irgendwas machen würden, was nicht geht, dann käme hier sozusagen ein roter Warnhinweis, dass das den verfügbaren Anspruch überspringt. Und deswegen müssen wir das hier jetzt durch einen Doppelklick einfach rauslöschen und gut ist. Jetzt steht hier wieder grün, Anspruch vollständig geplant. Jetzt können wir hier weiterklicken und sind in Schritt 2. Da geht es um den Nachwuchs, um unsere Sophie. Die ist alleine, das war kein Zwilling oder Drilling oder noch mehr. Und die ist geboren am 5. März 2016, hat keine älteren Geschwisterkinder. Da geht es einfach um den Geschwisterbonus bzw. Geschwisterzuschlag, so nennt man das dann richtigerweise. Hier haben wir im Schritt 3 die Erwerbstätigkeit. Und das ist so aufgegliedert, dass es erstmal um den Angaben des Elternteils 1 geht, das heißt der Mutter. Und zwar ist es dann hier folgendermaßen aufgegliedert. Man muss jetzt hier auswählen, wie ihre Erwerbstätigkeit aussah. Und da sie selbstständig war, beziehungsweise ein Gewerbe betrieb, diesen Einzelhandelsladen oder was auch immer sie da hat, betreibt, müssen wir hier das praktisch anklicken. Und dann die Frage nach dem Erwerbseinkommen nach der Geburt. Ja, hat sie, weil sie ja Teilzeit geht während ihrer Elterngeld plus Monate. So, und dann kommen auch die Fragen schon zum Elternteil 2. Der war als Bankkaufmann ganz normal, nicht selbstständig und gesetzlich sozialversicherungspflichtig. Und weil er auch Elterngeld plus unter Teilzeiterwerb in Anspruch nimmt, müssen wir auch hier Ja anklicken und kommen so schon zum letzten Schritt, nämlich zum Einkommen. Das ist vielleicht auch das Komplexeste hier bei dem Rechner. Und zwar geht das wieder folgendermaßen. Es ist wieder aufgegliedert in Elternteil 1, hier die ganzen Angaben. Da haben Sie hier jetzt das schon richtig geschrieben. Es geht um den Gewinn. Die Mutter erzielt ja Gewinneinkünfte durch ihren Gewerbebetrieb und das ist nämlich ein Problem bei Mischeinkünften. Da kann man hier das praktisch nicht aufdrieseln, auch bei Minijobs. Man muss sich praktisch hier für eins entscheiden. Das ist bei dem Rechner etwas unglücklich, aber das ist jetzt einfach so. Und in unserem Beispiel geht das ja relativ gut. Wir haben hier einen durchschnittlichen Gewinn ermittelt gehabt aus dem Sachverhalt in Höhe von 2.400 Euro. Man könnte das noch ausführlich machen, indem wir den Gewinn von jedem einzelnen Monat hier eintragen. Das ist uns jetzt aber zu anstrengend und das würde das Video nur noch mehr in die Länge zögern. Deswegen wollen wir hier 2.400 Euro eingeben. Wie gehabt, Kirchensteuer war nein, die Krankenversicherung war freiwillig gesetzlich, Rentenversicherung machen wir mal auch freiwillig gesetzlich. Also das heißt, sie sind die gesetzliche und tragen dann bezüglich ihres Erwerbszeitraums
ist dann die Frage, Grün, Elterngeld plus oder Teilzeiterwerb. Ich habe jetzt gesagt, wir machen 30 Wochenstunden. Die Selbstständigen und Gewerbetreibenden und so weiter müssen dann ihre Arbeitszeit glaubhaft machen. Arbeitnehmer haben es da leichter, die lassen sich einfach ihre durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit vom Arbeitgeber bescheinigen und dann ist gut. Die Selbstständigen müssen das natürlich glaubhaft machen. Und da haben wir jetzt hier bei der Mutter anteilige Einkünfte. Ich habe das jetzt einfach linear runtergerechnet. Man muss das beim Antrag eh erstmal schätzen und dann geht das Ganze vorläufig und es wird dann später geprüft durch den Steuerbescheid. Aber wir schätzen das jetzt einfach mal von 2.400 Euro, die 75% wären 1.800 Euro. Und weshalb wir jetzt schon zu den Angaben des Elternteils 2 kommen, des Vaters, da sind wir hier beim Bruttoeinkommen. Da gibt es die Möglichkeit auch zu der ausführlichen Eingabe. Da bitte beachten, nur die laufenden lohnsteuerlich zu berücksichtigenden Einkünfte ansetzen. Das heißt keine Sonderbezüge, das heißt Weihnachts- oder Urlaubsgeld oder ähnliches, was der Lohnbesteuerung als sonstiger Bezug unterworfen wird. Das erkennt man auf den Gehaltsmitteilungen, wie das praktisch gehandhabt wird. Das ist natürlich eine kleine Benachteiligung der Arbeitnehmer, aber das habe ich schon in einem anderen Video ein bisschen ausführlicher besprochen. So, wir tragen jetzt hier die 2.750 Euro ein. Keine Kirchensteuer, Steuerklasse 3 hatten wir hier gesagt. Das ist das Optimalste, was man in der Steuerklasse hier bei Ehegatten machen kann, wenn man verheiratet ist. Faktor soll man einfach hier dann belassen. Kinderfreibeträge keine vorherigen, er ist gesetzlich krankenversichert und hat hier drei Lebensmonate Elterngeld plus unter Anrechnung von Einkünften, das heißt Lebensmonat 8 bis Lebensmonat 10 anrechenbare Einkünfte und zwar hier genauso 30 Wochenstunden entspricht 75%. Das sind hier 2.062,5 Euro im Monat. Und hier könnte man auch noch mehrere Zeiträume hinzufügen, wenn er jetzt sagen würde, im 8. gehe ich erstmal 50%, im 9. 70 und im 10. dann 75, je nachdem. Das kann man hier rumspielen, was das dann ganz konkret für Auswirkungen hätte auf das Elterngeld. Und da ist man schon am letzten Punkt bei dem Rechner, dass man hier zu dem fünften Schritt kommt, nämlich der Elterngeldbezug. Und da ist das so dargestellt hier. Alles, was blau unterlegt ist, ist Basiselterngeld. Alles, was grün unterlegt ist, ist Elterngeld plus. Und da sehen wir hier Lebensmonate 1 und 2, 0 Elterngeld, einfach aufgrund der anrechnenbaren Mutterschaftsleistungen. Kann man hier sehen. Und dann haben wir uns jetzt praktisch hier errechnet. Die gewerbetreibende Mutter kann praktisch Elterngeld beziehen in den Lebensmonaten 3 bis einschließlich 6 in Höhe von fast 1200 Euro. Darf natürlich dann nicht arbeiten, weil sonst anrechenbare Einkünfte entstehen. Kein Mehrlingszuschlag und auch kein Geschwisterbonus. Wobei wir dann hier sehen können, der Vater die 1250 Euro Elterngeld und Elterngeld plus Bezug. Das heißt, sie hat die anrechenbaren Einkünfte von 1800 Euro und kriegt noch einen kleinen staatlichen Zuschuss von 250 Euro. Und der Vater bei seiner 30-Stunden-Tätigkeit in Höhe von 267 Euro. Das kann man sich noch als PDF-Datei anzeigen lassen, da kann man das besser ausdrucken. Natürlich nicht vergessen, das ist rechtsunverbindlich, das heißt, man kann das nicht einfach abgeben in der Elterngeldstelle und sagen, so bitte festsetzen. Da muss man die Antragsvordrucke benutzen, die da offiziell für vorgesehen sind. Die findet ihr bei meinen anderen Videos oder auf meiner Homepage www.einfach-elterngeld.de. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, einen Daumen nach oben natürlich. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Kanal abonnieren, dann seht ihr immer, wenn ich neue Videos reinlade, zum Thema Elterngeld, Elternzeit und alles, was damit im Zusammenhang steht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wünsche euch viel Erfolg beim Ausprobieren hier mit dem Elterngeldrechner des Familienministeriums. Und tschüss.